Okay, so let's start. Hello everyone. Because of black screen laser started match. Veteran modus, Amirani match. I'm the Andy, in the team, in a squad with Hausordnung. And Thomas, the specialist on healer cruiser. Ist nicht, nee, ich mach für die, ist für die Aufnahme. Ich mach doch Aufnahme. Ja, das ist immer blöd, wenn der. Ich habe festgestellt, ich hab mir die Videos, ich kommuniziere mir die hinterher rein. Das ist schon lustig, aber es ist uncool, wenn du nicht weißt, wer da eigentlich in der Runde unterwegs ist und was das für eine Map ist und so. Am Anfang, wenn das Video losgeht, brauchst du erstmal eine kleine Einleitung, damit du weißt, was geht jetzt hier ab. Neulich war ich mit Grim Reaper unterwegs und weiß nicht mehr der an. Und ähnliche Einleitung und dann habe ich so aus Spaß gesagt, ich sag, say hello guys. Und alle so im Chor, hello guys. Oh, ich kann direkt, oh yes baby, ich kann direkt das gegnerische Mutterschiff unter Feuer nehmen. Ja, klar. Hi Jungs, einfach eine lockere Begrüßung. Ja, lockere Begrüßung. Wir müssen das, wir haben Halle am Start, ne? Unser Mutterschiff braucht Support. Ja, die arbeiten mit Störscheiß. Perch und Tartarus. Dieser Heiler da. Junge, machst du mir jetzt hier das Ding kaputt oder was? Komm klar, du Wurst. Du Wurstpotato. Scheiße. Alter, es ist keine Jutland, Junge. Andi, es ist keine Woronesh. Guck klar. Okay. Ah, gut, ich konnte eh nicht aussehen. Alter, und jetzt sehe ich wieder kein Schiff. Verdammte Hütte. Alter, das ist jetzt wieder russisch Roulette. Was habe ich für ein Schiff erwischt? Ah, gucken. Na, los. Was habe ich jetzt? Oh, Blatt. Ich habe die Blatt. Ist schon mal in Ordnung. Eigentlich. Besser als die Voronesh. Die Vindicta. Auch nicht. Ja, ich bin schon lange weg, bis das Ding kommt, du Idiot. Greifen an. Waffenverstärker aktiviert, Captain. Hi, Captain. Wird aktiviert. Ja, ihr unterschätzt die Andis Blood Power. Da hilft kein Haler. Waffenverstärker offline. System erschöpft. Wird aufgeladen. Ja, nächstes raus. And the next Athos. Come to get kill. Oh, sehr schön. Ich hab direkt. Alter, jetzt hau ich da den Goliath aufs gegnerische Mutterschiff. Und die stehen alle drumherum. Jawohl, schönes Ding. Pass mal auf. Enjoy the show, guys. Oh, der ist in eine falsche Richtung geflogen. Was ist denn das für ein Scheiß? Alter, ich hab doch gar nicht dahin geguckt. Wie peinlich, Alter. So was. Oh, fuck. Oh, Mist. Ach, von hinten kam eine Horwich. Wer ist das? Egal. Ja, die haben zwei oder drei jetzt mittlerweile stehen. Scheiße. Was hab ich? Heiler, ich hab einen Heiler, sehr gut. Aktiviert. Reparaturstrahlen aktiviert. Hi, Captain. Wird aktiviert. Strahlenwaffen werden verstärkt. Mothership down. Feindliches Schiff wurde angepeilt. Wir wurden Fuck. Schwer getroffen. Reparaturteams sind. Covid down. Covid down. Auf dieses Ziel feuern. Prepare for atomic rockets. Also, die schießen mit den Atomraketen hier mächtig durch die Kante. Passt auf. Ich komme nach hinten.
Wir müssen auf die, ja, die Atomraketen sind das, was uns am ehesten gefährlich werden kann jetzt. Die feuern mitunter auch zwei hintereinander, also passt auf. Ja, komm her, du bist das gewesen, ne? Ja, komm her, du. An die im Ghostbusters-Modus, den bist du nicht gewachsen, Junge. Das weißt du nur noch nicht. Tja, das war's. Haut dann. Das ist so geil, wie du die Leute da pressen kannst, wenn du mit dem Schadenstrahl offensiv, aggressiv direkt drauf zugehst. Die verjagen sich so, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Tot. Geil. Alles okay, alle am Leben, ja. Alles gut, ne? Die Herde ist alles beisammen, ne? Ja, kein Ausreißer, sehr schön. Siehst du? Da, Patsch, schon wieder. Jetzt passt. Es kann sein, dass eine zweite kommt. Nee, der macht den. Da ist ein. Zu früh gezündet. Er hat sich selber weggeklatscht, geil. Coole Nummer. Wer solche Feinde hat, der braucht uns nicht mehr. Oh shit. Oh ja. Oh, da müssen wir mal die Backe gepuncht, Alter. Oh, das war knapp. Ich hab, also das war so richtig, als ob man auch mit so flachen Hand so BAM voll in die. Feindkontakt geortet. Komm her. Weiß nicht, wie weit du kommst. Wir brauchen etwas Hilfe. Was ist denn hier los? Laden nach. Feindliche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst. Blink. Negativ, Captain. Sprung wird noch aufgeladen. Ja. Feindliches Schiff. Reparatur. Wir haben nichts mehr übrig. Ich mache übrigens immer so den Attack Cruiser, ne? Also nach vorne ausbrechen, Kapseln absetzen oder so und dann zurück jumpen ist mal normal Style. Nicht wundern. Formation halten, wenn er Andi da rumpäst lassen. Verstanden. Wechseln zu Primärwaffen, Captain. Wobei hier auf der Arion eigentlich Strahlen verstärkt gesetzt ist. Weil der ist auf keinem Schiff so effektiv wie auf dem. Feindliche Raketen im Anflug, Captain. Shit. Schiff ist beschädigt, Captain. Oh, fuck. Ei, dann los. Alle Mann von Bord. Alter. Ja, der Traktor hat mich in Ketten gelegt. Ah, egal, wir haben fast gewonnen. Und jetzt kann ich noch mit dem Ninja-Mode rausholen. Ah, nein, ich sehe ja nicht, welches Schiff. Fuck, Bug. Och, Mann. Och, Mensch. Ach, nee. Ach. Naja, egal. Hauptsache gewonnen. Eigentlich gewonnen unter absolut harten Bedingungen. Nicht wahr? Härter wäre nur noch gewesen, ein und dasselbe Schiff von vornherein gesetzt zu haben und nie mehr ein anderes auswählen zu können. Das ist nur noch härter. Ja. Aber bevor wir jetzt neu starten, muss ich mein Chipset ändern, weil das wird jetzt noch öfter passieren. Kane? Das war Kane, was? Eigentlich, wenn wir beide als Halo unterwegs sind, du als Dev und ich als Angriffshaler, dann ist das schon fast eine safe Bank. Da kann der Rest fliegen aus dem Weg. Getty 1902, wer ist das denn? Kenn ich gar nicht. Ein neues, tatsächlich mal ein neues Gesicht. Oha. Hat irgendwer von euch zufällig genauso zu viel Sand wie ich verfolgt, wie der. Wie der Cartoon sich wie so ein kleiner Bengel aufgerichtet hat, weil er von Scrooge gekillt wurde. Voll lustig, ey, ohne Scheiß. Das war noch in dem alten, bevor Nuklear dann ihn platt gemacht hat, weil zu viel Killing-Scheiß da drin passiert ist. Es war in diesem Nuklear 2019-Chat. Da waren aber nur so die 25, 30, ja. Krassesten Leute, sag ich mal drin. Und unter anderem eben auch Cartoon, Scrooge mit seinem Special Team, dann dieser Black Reaper. Wie ist denn dieser andere, der sich
Mit den Oberlauscher, das ist der Bro von Scroty. Ach, scheißegal, bis ich das jetzt finde, ist wurscht. Auf jeden Fall gab es da voll die Diskussion. Es ging damit los, Cartoon fing an rumzuheulen. Und das fand ich, das ging mir runter wie Öl, weil er ja immer so einen auf Großkreuz macht und so nach dem Motto, ne, also hier leg ich immer noch jeden mit, ne, halb schlafend, mit dem linken Zeigefinger um, so nach dem Motto. Und ich habe vor ein paar Tagen zu ihm gesagt, ich sage, ich glaube, du verstehst dich da ein bisschen, Cartoon, du warst jetzt lange nicht, du bist doch immer hier am Audioparken, Alter, und blockierst hier unsere Audiopartys. Sag ich, aber du bist lange nicht geflogen, du hast, glaube ich, unterschätzt, wie sehr sich die Leute angeglichen haben an dein Level. Ich glaube, der Unterschied ist nicht mehr so eklatant. Und er so, ja, ach komm, und bla bla bla. Dann ging das auseinander und dann habe ich mitgekriegt, wie er da anfängt, im Dread-Chat zu schreiben, das ist ganz schön scheiße, oder irgendwie so sinngemäß, das geht ja wohl nicht, dass er immer nur mit diesen Freaks da fliegt, mit seinem Bodyguard Rottweiler Team. Und Nuklear Inferno, haben sich am Anfang tatsächlich noch die Mühe gegeben, die haben gedacht, die können das mit ihm klären. Die haben nicht verstanden, die kennen ihn ja nicht, die haben nicht verstanden, dass er einfach nur angepisst war, weil er verloren hat. Das kennt er nämlich normalerweise so nicht. Er hat nicht nur einmal verloren, er hat mehrmals verloren. Ja, und dann haben sie sich tatsächlich am Anfang die Mühe gemacht und haben versucht, ihm das zu erklären. Und Inferno hat so geschrieben, ja, es ist immer so, dass, Mardos können Unterschied zusammengestellt werden, bla bla bla. Ich weiß nicht, das so gesagt, was man da eben so sonst sagen will, wenn man sich die Mühe überhaupt machen will. Und dann ging das ewig weiter. Dann irgendwann habe ich nur gesehen, wie er drunter geschrieben hat. Das war so der Schlusspunkt. Ich habe es lange genug versucht, aber jetzt, pass auf, du bist kein Baby, ne? Hör auf zu heulen, take it or leave it, ne? Friss oder stirb. Da habe ich so gefeiert, ey. Da kam nichts mehr vor Cartoon. Ja, ich komme. Gut, ich brauche nur ein Zeichen. Sehr gut. Was kann ich auswählen? Ich werde es jetzt wahrscheinlich auch wieder zwei, dreimal probieren müssen mit reinjumpen. Ja, das erste Mal wieder. Er sagt gar nichts. Wieder ein Fehler. Nee, beim ersten Mal, aber bleibe ich drin? Das ist die Frage. Bleibt er? Jo. Hey. Schon der erste Grund, um drei Kreuze im Kalender zu machen. Hatte ich noch nie heute. Das ist Premiere heute. Wobei, so viele Runden konnte ich noch nicht fliegen. Es sind nicht so viele zustande gekommen. Oh. Alter, meine Pommes. Wo sind meine Pommes? Ich habe mir extra Pommes vom Burger King mitgebracht. Die werden kalt. Ich will. Ja, und nach diesem Tag, wo die da angefangen haben, sich da rumzusmashen, danach habe ich dann immer nur gesehen, wenn ich on war, wenn Scroty ongegangen ist, dann hier hat er solche Meldungen abgelassen, so wie, wer will versuchen, mich zu bezwingen, kommt her, ich bin da. So, nach dem Motto, come, I'll be there. Abi, so, und dann haben sich über mehrere Tage haben sie sich ja gegenseitig gebasht, ne? Aber ich ging wohl zum Großteil, 90% schätze ich nach, wenn ich den Chat so verfolgt habe, für Scroty aus, nicht für Cartoon. Und er hat dann, also er hat dann nach allem möglichen Strohhalm gegriffen, ne? Das, ach, keine Ahnung. Fällt mir nicht mal ein, was er jetzt als Ausrede, als wirkende, auf jeden Fall da mit reinfließende Ausrede an Horn herbeiziehen wollte, um das zu erklären. Oh, ich habe so genussvoll das verfolgt, das war richtig cool. Sicherheit. Auch noch kalt, geil.
Ja, schon mal eine gute Karte.